Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir uns in den Vertania-Wald begeben, wo wir ein paar neue Pokémon getroffen haben und noch ein bisschen trainiert haben, um vielleicht gegen Gary antreten zu können. Obwohl, ich muss Ella noch trainieren. Da Hauptkampf. Ja, wenn gegen Biggersam bringen wir Ella auch nicht so viel. Ja, gegen Centaubsi. Gerade mit Donnerschock. Da habe ich auch direkt einen Volltreffer genommen und ist paralysiert. Greift eventuell nicht an. Ja, mit Ella können wir gut trainieren. Jetzt können wir es sehr schnell eigentlich trainieren. Donnerschock, glaube ich, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass Paralyse auslöst. Allerdings sollte ich vielleicht trotzdem nicht zu sehr übertreiben. Ich meine, es kann zwar sein, dass es nicht angreift, es ist halt auch nur eine kleine Chance. Okay, ich habe Wukong. Ja, das ist Hochschlag ein. Dann kann ich vielleicht doch Kratz ihn erledigen? Ah, nein, nicht. Oder doch. Scheinbar ja schon. Und Ella erreicht Level 4. Auch 20 Erfahrungspunkte. Ich bin gerade überlegen. Nee, macht eigentlich keinen Unterschied. Ich muss hier sowieso an Gary vorbei. Ist halt blöd, wenn meine Pokémon angeschlagen sind. Ich meine, Stufe 5 oder 6 möchte ich schon mindestens meine Pokémon haben. Zumindest hier für Gary. Weil der ja Stufe 9 Pokémon hat. Ich meine, kann auch sein, dass Gary gar nicht mehr auftaucht. Ja, er läuft schneller. Was hat allerdings Schlag ein? Und ist paralysiert. Okay, es kann nicht angreifen, ich paralyse. Ah, ist jetzt noch ein Schlag ein? Das ist okay. Erfahrungspunkte. Ich soll es nochmal versuchen. Ja, ja, du bist wieder da. Und natürlich lassen dich die Wachen nicht rein, da wir kein Pokémon on haben. Aber diesmal sieht es ein bisschen anders aus. Hoffentlich. Gerade mit Ella.
hätte es zuerst seine Attackschwäche, aber ich glaube, ich mache direkt Donnerschock. Das ist halt sehr effektiv, aber auch gleichzeitig nicht so stark. Ja, okay. Versuchen wir still so. Ilse wurde leider auch besiegt. Dann vielleicht mit Jimmys Sonnenwirbel, dass er nicht so oft angreifen kann. Okay, ich kann seine Genauigkeit nicht beeinträchtigen. Suche es halt mit Steiner. Da funktioniert so der Blubstrahl bei dem. Ja, Initiative wird sinkt zumindest. Das ist jetzt schneller. Ich senke das meine Genauigkeit. Natürlich geht's daneben. Komm schon, triff. Sehr schön. So, alle erreicht du 5. Kleiner noch nicht Level 8. Wie ist das da? Möchte ich mein Pokémon wechseln? Ja, ich möchte versuchen mit Charlie zumindest mit roten Schlag ein bisschen zu schwächen. Von der Verteidigung her. Lauchstufe 9. Ah, sorry. Alles das Toilein. Was mich gerade nicht stört, weil ich die roten Schlag vorhatte. Tackle. Okay, halt mich aber ein bisschen mehr aus. Ich möchte natürlich die Verteidigung weiter senken. Und macht's ja nochmal Heuler. Nee. Das möchte Charlie direkt erledigen. Mit Steiner könnte ich den jetzt tiefer senken. Oder ich nehme Wukong und versuche einen Angriff. Da ist ja schon genug gesenkt. Von der Verteidigung her. Okay. Ja, es geht. Klar, dass wach ist. Okay, Steiner, letzte Hoffnung. Ich glaube nicht, dass ich mit Ella hier irgendwas reißen kann. Es hat gereicht. Steiner wurde besiegt. Steiner hält sehr viele Erfahrungspunkte. Level 8. Und Level 9. Nice. Gut. Ah nein, so viel Glück wie du kann man nicht haben. Soul Event, 144 Pokédollar. In der Pokémon-Linie gibt es viel stark Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihn vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ja, natürlich.
Heißt, wir dürfen uns hier jetzt endlich frei bewegen. Was ja auch nicht schlecht ist. Okay, Menki, Stufe 2. Elle ist halt zwar gerade ein bisschen geschwächt. Er ist trotzdem schneller als Menki. Ich müsste hier auch neue Pokémon sein, theoretisch. Wenn ich es noch ganz weiß. Oder waren die weiter hinten? Hat's fast zu 5. Das könnte schwierig werden. Okay, ist das Rutenschlag? Ah, das erledigt Ella. Natürlich. Okay. Steiner, erledigt das Radfatz bitte mal für mich. Hier geht's ja zur Pokémon-Liga. Da kann ich ja nicht reiten. Oder? Nee, darf ich nicht rein. Wir dürfen nur erfahrene Trainer passieren. Und du besitzt den Felsorden noch nicht. Befehl ist Befehl. Ich darf dich nicht durchlassen. Natürlich. Okay. Ist aber nicht so schlimm. So, dann heile ich mal meine Pokémon, nachdem wir es endlich geschafft haben gegen Gary. Dann gehen wir natürlich nach oben zum Wald zurück. Aber natürlich hätten wir Gary auch wahrscheinlich später schlagen können. Er wird gleich schlagen. Noch ein Junge. Keine Ahnung, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Nee, wie fange ich nun bloß Pokémon? Das heißt, immer genug Pokébälle bei dir haben. Ja, das haben wir schon bekommen. Ein weiterer Trank. Das ist praktisch. Oh. Hey, du hast auch Pokémon? Los, lass es kämpfen. Okay, schon andere Trainer, das herausfordert. Okay, ja, Ella ist jetzt eigentlich gerade stärkste Pokémon. Oh, nicht Giftstoffel. Kennst du, beherrscht Giftstoffel, das ist doof. Heißt, wir konnten vergiftet werden. Etwas Glück nicht. Ja, natürlich habe ich Pech. Ja, wir halten Erfahrungspunkte, ist schon mal gut. Noch ein zweites Pokémon.
Ja, Raupi. Dann wechseln wir doch zu Ilse. Da Ilse ja sowieso ein Vorteil sein sollte hier im Kampf. Ein Vogel gegen Käfer. Das ist sehr effektiv und auch noch ein Volltreffer gewesen. Aber wir erhalten sehr viel Pokédollar. Okay. Wir haben der Lasse zugiftet. Das ist nicht so toll. Ich möchte Mukong eigentlich trainieren. Das heißt, den schicke ich jetzt mal an die Front. Den nächsten Trainer. Ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Natürlich. Oh, Leo, Stufe 7, okay. Das ist die Giftschachtlein. Das Fadenschuss angeht aber daneben, okay. Senken wir weiter die Verteidigung, wenn möglich. Oh, er ist mich vergiftet. Fehl doch einmal. Okay, wo kommen sie aus? Ja, dass wir so kein Gegengift haben. Könnte Ella in den Kampf schicken und bringt mir das gerade nicht so viel. Ich mach. Gib mal Charlie die Erfahrung. Mal schauen, was hat da als zweites ein Pokémon. Und der wurde besiegt. Er hat natürlich Level 6. Noch ein Hornio. Ja, okay, dann gebe ich die Erfahrung mal Chimney. Beziehungsweise mit Chimney kann ich ja auch noch machen, dass Hornio vielleicht verfehlt. Okay, manchmal eine Initiative senken. Kann es gern machen. Also ich senke, dass es mich angreifen kann. Beziehungsweise die Genauigkeit. Okay. Zwei, dreimal soll es reichen, hoffentlich. Dass es mich vielleicht mal verfehlt. Okay, es verfehlt mich schon mal nicht. Sonny ist schon mal zäher als erwartet. Nochmals anwirbeln. Vielleicht verfehlt es mich jetzt endlich mal. Nee, das trifft mich weiterhin. Oh,
Ah, es verfehlt endlich mal. Manchmal passiert gar nicht mehr. Level besiegt. Ich habe mir halt Erfahrungspunkte, damit der Stufe selbst immer reicht. Ein Kokuna. Okay, Kokuna ist jetzt ein schwieriger Gegner. Kann ich sogar Ella gegen einsetzen. Selbst wenn Ella noch vergiftet ist. Das soll's schnell liegen können. Hoffentlich. Gucken wir nur Härte drauf haben sollte. Ja. Der Flieger hat 2 Lebenspunkte. Stört gar nicht. Ah, nö. Das Kokuna lebt halt genau auf 2 HP. Überhaupt zu viel. 7. Und der Kieferversammlung siegt. Ich habe keinen Kampf als Pokémon mehr. Okay, da kriegen wir nicht so viel Pokédollar. Oh, wir haben Gegengift. Vielleicht sollte ich doch mal meinen Pokémon heilen. So, einmal Leben auffüllen und Gegengift. Dann kann Charlie eigentlich eh als erstes angreifen, stört mich schon nicht. Ich bleibe mal fern vom hohen Gras. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Natürlich, der nächste Kiefer-Pokémon-Sammler. Und ein Raupi. Okay, Raupi dürfte jetzt nicht so schwierig besiegen sein. Schuss ist okay. Verdammt. Wahrscheinlich angreifen. Na gut, dann senken wir halt die Beteiligung noch ein bisschen. Und dann greifen wir an. War auch sein Plan. Na, wir machen mehr Schaden. Na, wir haben auch die Beteiligung ganz schön gesunken. Denkt. Jetzt bekommt man hier definitiv mehr Erfahrung als sonst. Und noch ein Raupi. Da gebe ich Ilse. Ilse kann die Erfahrungspunkte gebrauchen. Jetzt mal Heuler. Angriff ein bisschen schwächen. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr schwächen. Dann kann ich auch Schnabel machen. Ist halt sehr effektiv, da wieder Flug gegen Käfer. Ja, reicht halt auch nicht für einen Aufstieg. Er ist schief gegangen. Und wir gewinnen wieder ein paar Pokédollar.
natürlich gibt es hier noch mehr Gegner im hohen Gras. Ja, verdammt, Zettel jetzt nehmen. Dann wahrscheinlich gleich wieder vergiftet. Oder auch nicht. Okay. Ich schon mal nicht so schlecht. Ich kann die Uhr relativ schnell erlegen. Ist leider nicht fürs Level Up. Da haben wir noch jemanden rumstehen. Lässt das Pokémon sich entwickeln? Ui, ja. Das weiß ich. Und es ist jetzt Zafcon. Okay, das wird ein einfacher Kampf. Wir müssen einfach nur angreifen. Was sagt man nur Härtner kann? Meine machen ihn zwar mit jedem Härtner weniger Schaden, aber es stört ja gerade nicht. Und daher hat man auch nur bis zu einem bestimmten Grad die Verteidigung stärken kann. Ah ne, mein Attack geht daneben. Ja, wie gesagt, kann nicht weiter erhöht werden. Also komm, kann nur Härtner. Von dem her ist es eigentlich der beste Kampf zum Trainieren. Das Kampf wurde besiegt. Erhalten sehr viele Erfahrungspunkte, da es höheres Level war. Und wir lernen Ruckzuckhieb. Das ist nett. Und Raupi. Ja, da möchte ich Ilse austauschen, damit die ein bisschen Erfahrung erhält. Ja, man merkt es halt schnell. Pokémon-Angriffe sind halt sehr effektiv gegen Käfer. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Und Elsa sollte jetzt auch Level Up sein, auf Level 7. Und Silberblick, okay. Ja, kann man brauchen. Und noch weiteres Safkron. Wen möchte ich die Erfahrung geben? Eigentlich würde ich gerne Wukong die Erfahrung geben, aber er ist leider besiegt. Jimmy oder Ella? Ich glaube, Jimmy wird für die Arena relativ wichtig. Ich weiß nicht, ob das überhaupt viel zu lange geht.
Okay, Chimisasaki gibt neben. Jetzt soll sich nochmal stärken. Aber jetzt sollte es trotzdem erledigt sein. Und Chim ist Level 8. Und fast Level 9. Ich hab verloren. Story Wind, wieder ein paar Pokédollar. Na gut. Allerdings, bevor ich jetzt noch weitermache, beziehungsweise noch länger weitermache, möchte ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts so was wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Feuerrot wieder. Ciao.